Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute 4 gegen 4. Mini und Wambo mit Armor Lukas. Bananenbaum steht. Ja gut. Der hat auch einen guten Namen. Bananenbaum ist immer gut. Ready. Ja, das ist das neue Minion Wambo mit den 6er Einheiten für den Start. Und dann Chaos Roll. Okay, hier kommen wieder die Pro-Tipps. Dass wir auf 7 Worker gehen können. Machen wir. Das heißt, ich baue erstmal nichts und warte ab, was kommt. Jetzt kommen wir die Pro-Tipps im 4 gegen 4 Mini- und Wampo-Game. Fast alle haben den Bananenbaum genommen. Gibt noch ein paar Schattentänzer, ein paar Tore. Die natürlich auch super stark sind mit dem Champion-Buff. Ja, ich mache jetzt erstmal nichts und entspanne. Ich könnte natürlich jetzt schon ein Pyro hin, also einen Bazooka hinsetzen, um den dann zum Pyro zu machen. Aber ich glaube, die frühen Worker sind dafür zu wertvoll. Vielleicht kriege ich ihn ja später nochmal. Meine Chaos Roll. Man kann immer jede Einheit bekommen. Ja, großartig viel wird hier nicht passieren. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Schattentänzer, Champion Buff. In den ersten Wellen ist übel stark. So, hier drüben ist ein Angler. Schattentänzer steht alleine da, Bananenbaum steht auch dort alleine da. Okay. Ja, der wird Welle 4 auch locker abwehren. Und dann brauche ich ein bisschen Magieschaden. Wahrscheinlich für die Skorpione. War auch nicht allzu viel. Schauen wir mal. Ne, ich hole noch einen Worker. Ansonsten hätte ich jetzt Fiesta genommen. Aber dadurch, dass hier Mini und Wambo ist, kann ich das nicht. Und muss jetzt damit zurechtkommen. Aber ist nicht so schlimm. Bisschen Abwechslung tut auch gut, nicht wahr? Ja, der wird alles locker ab. Ohne Probleme. Halbes Leben hat er sogar noch gehabt. Ja, trotzdem würde ich jetzt die Runde ein bisschen was hinstellen, tatsächlich. Wobei so geile Sachen sind gar nicht da. Ich könnte noch einen Mudman hinpacken. Einfach für noch mehr Tank Power. Ich glaube, das geht klar. Bananenbaum soll ruhig da vorne stehen und alles abwehren. Dann habe ich noch den Golem als Backup. Brauche ich nur noch ein bisschen Schaden.
Und jetzt hätte ich zur Auswahl ein Gargoyle oder eine Wurzelqualle. Dann werde ich den Gargoyle wahrscheinlich platzieren. Noch mehr Tank Power. Und dann hoffen wir, dass wir einfach ein bisschen Schaden nach oben drauf kriegen. Aber die Wurzelqualle ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Wurzelqualle. Es gibt Riesenschnecken. Aber ich glaube, die bringen hier nicht ganz so viel. Ja, das wäre ich locker ab. Gar kein Problem. Mehr Worker. Ja, ein bisschen eng wird es schon, aber ich glaube, der Baum schafft das. Diese Schattentänzer. Schon verrückt. APS sogar noch davor. Holy shit. Okay. Ich hätte auch ein APS, bringt mir aber nichts. Bisschen Damage. Ist nicht verkehrt, da habe ich noch ein bisschen Platz für Tanks. Und mach dann den Rest auf DPS. So ein Ding wird das sein. Der schlitzt die alle weg. Der schlitzt die aber auch alle weg. Und die haben magischen Schaden, die sind aber auch verstärkte Verteidigung. Ja, ich kann ruhig zwei Worker holen. Weil ich genug Verteidigung und Angriff mittlerweile habe. Ist gar kein Problem. Das ist gut. Kann ich hier so mit reinquetschen, auf jeden Fall. So. Und wir bauen keine Ratten, weil die Ratten kacke sind. Kann auf jeden Fall noch mal Worker gehen. Locker zwei Stück. Ja, der Angler kriegt langsam seinen Mana, aber es dauert. Ohne Mana raus ist wirklich kacke. Ist auch schon echt stark. Das habe ich auch schon mal gespielt. Metzger. Nö, ich baue so eine Gatling Gun hin. So, fertig. Ja, zwar auch Stichschaden. Und ist für die Welle jetzt nicht gerade optimal. Aber wenn ich die mega fett gebaut habe, bringt die ordentlich was, weil hier alles abgewehrt wird und die wird zum Schluss angegriffen. Könnte ich dir auch den Beschützer-Buff geben, locker. Man kann weiter auf Locker gehen. Ich schicke jetzt einfach zwei Echsen rein. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Ich muss dann nur etwas Platz lassen,
Manoch ist auch stark. Ich muss nur etwas Platz lassen, wenn ich dann drumherum noch was bauen will. Manoch und Angler hätte ich jetzt hier auch zur Option. Nee. Nee, wir lassen das so. Den Drachen mitgeschickt. Der ist weg. So, der ist auch abgewehrt. Noch mehr Worker holen. Ein Fürst des Todes. Jawohl. Oh, der hat durchgelassen. Drüben mit weniger. Aber Fürst des Todes ist genau das, was ich haben will. Weil das kann ich jetzt drumherum stellen um den Jünger. Dass der besser und mehr spawnen kann. So. Ja, wir nehmen Beschützer, den packe ich hier drauf. Und kann jetzt hier meine Fürsten hin platzieren, beziehungsweise den einen, den ich habe. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn ich da noch den Wanderer hinpacke. Was hat er denn? Mudmans, Ochsen. Das heißt, gerade bei denen muss ich viel auf Aufprallschaden gehen und ein bisschen Magie. Stich ist jetzt nicht so die optimale Wave dafür. Man muss schon ein bisschen was hinpacken. Der Dino ist ganz schön nah rangekommen. Ja, vielleicht hätte ich das auch noch ein bisschen weiter vorne hinstellen sollen. Aber es geht schon klar. Noch ein Jünger, sehr gut, den kann ich mir dazu packen. Komm, ich kann ruhig noch einen reinhauen. Dass ich noch so ein bisschen mit nachziehen kann. Sogar Platz. Ich könnte zwei Jünger mit platzieren. Das mache ich. Und dann kommen vielleicht noch mal Fürsten. Oder irgendwas anderes, was Mana braucht. Oder Mana Ross. Kommt vielleicht auch noch mal. Ja, cool. Aber da muss ich auch langsam mal die Einheiten upgraden. Können ruhig vier Rocker gehen. Okay, sie ist nicht schlecht, die Rächerin. Habe ich vorne den Fürsten aber schon hingestellt, ne? Gucken wir mal. Hier drüben ist durch. Ich könnte jetzt was reinschicken. Und zwar das. Und vor euch sollte ganz gut sein gegen seine Tanks. So, nehmen wir die Rächerin jetzt mit. Die könnte ich hier noch hinpacken. Da kriegt sie noch den Mana-Regenerations-Buff. Kommt später dran. Ja, mache ich. Noch eine Gatling Gun? Wieso nicht? Drache noch mit rein. 260, ja, das ist kein Problem. Mal sehen, wie das hier funktioniert.
vor Eis wurden vergiftet von der Drohne. Aber sieht aus, als komme ich gut durch, ja. Sehr schön. Sehr gut. So wollte ich das sehen. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich ab 15 nochmal was Dickeres schicken. Dann noch Worker holen. Ein Tor. Will ich das? Nö, will ich nicht. Ich will die Wurzelqual aufgewertet sehen. Und die will ich langsam mal aufgewertet haben. Ja, so ein Archer. Ich packe mal mit hin. Der ist aufgewertet, auch nicht verkehrt. Macht mehr Damage in einer Einheit. So, jetzt will ich mal gucken. Und die Retterin ist ja noch... Ihre Ursprungsform ist ja noch nicht aufgewertet. Ist tot. Okay. Muss nur aufwerten und die Tanks verstärken. Ah, sieht gut aus. Ich muss jetzt auf jeden Fall Aufprall mit reinschicken. Ich schicke einfach ein paar von den Kanonenschützen rein. Ein paar Dinos oben drauf und dann sollte das schon klappen. Ich habe schon mal 51 Worker. Das ist schon mal super. Oh, der ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Hat aber keinen Mana. Ich brauche jetzt magischen Schaden, also werde ich ihn auf. Hab sogar eine Mission abgeschlossen. Nee, ich werte lieber noch auf. Und hole mir dann noch mehr Worker in nächste Runde. Damit ich es ausgenutzt habe. Gucken wir mal. Ob die Kanonenschützen mir weiterhelfen. Hat auch zwei Fürsten hingestellt. Nee, das blockt er. Da war das Center nicht stark genug. Oh, Schamane. Schamane mit dem großen Thaddäus. Okay. Ich könnte jetzt hier den Feuerfürsten schon mal hinpacken. Und was können wir noch machen? Noch mehr Elementar könnte ich hinpacken. Die werde ich so ein bisschen in die Lücke packen. Einfach, weil ich da vorne nicht noch mehr hinstellen will. Aber dann muss ich wieder neue Tanks aufbauen oder die alten verstärken, die ich jetzt noch habe. 700. Ja gut, dass ich ein bisschen mehr gebaut habe. Aber meine Frontline wird nicht lange durchhalten. Ja, die Gatling ganz mal gute Arbeit. Sehr schön. Alles abgewehrt. Sehr gut. So wollte ich das sehen.
Wir haben noch einen Fürsten, den platziere ich auf jeden Fall, bevor ich den nicht mehr bekomme. Ah, ich habe übelst viel Knete. Da hol ich lieber noch ein paar Worker. Ah, das sieht sehr gut aus für mich. Ich bin richtig gut dabei. Ich bin noch ganz oben. So gefällt mir das. Ja, die werden abgewehrt. Aber ich brauche wirklich mehr Frontline vorne. Mana Rüsser. Sehr schön. Mana Rüsser sind sehr gut. Auch für die nächste Wave gar nicht schlecht. Und es sind Tanks. Genau das, was ich brauche. Sieht doch gut aus. Du kommst hier noch hin. Fertig. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. So, hier drüben. Zwei Fürsten. Zwei Kingpins, Schattentänzer. Pegasus und übelst die Tanks vorne. Okay. Da brauche ich wirklich Aufprall und so ein bisschen Magieschaden vielleicht noch. Aber nicht mal zu viel. Ja, alles abgewehrt hier. Zack. ...126 Worker. Das solide. Und wie es aussieht, wollen die jetzt noch mal schicken und dann sparen. Gehe ich zumindest von aus. So, was haben wir noch? Ja, jetzt sparen wir. Ich könnte ihn aufwerten, die beiden aufwerten, den schaffe ich nicht mehr. Dax könnte ich noch mit hinstellen, das ist ein guter Tank. Ja. Dann werte ich hier hinten nochmal so ein bisschen die Reihe auf und dann ist Schluss. Ich habe schon so viel Material, dass ich ihm 8 Drachen automatisch sende und dann geht es in die Kanonenschützen rein. Ja, die muss ich wirklich. Wenn ich die Gatling ganz normal spiele, muss ich die wirklich weiter vorne hinpacken. Ich meine, die schießen ein bisschen weiter als ihre eigentliche Reichweite ist, so. Aber nicht allzu weit. Er hat ganz schön viele Eier platziert. Okay. So, wir werten auf. Dich. Jetzt können wir hier noch ein bisschen lasern. Ja. So einen Vogel würde ich jetzt nicht noch unbedingt hinstellen. Und dann den wahrscheinlich noch aufwerten. Und die drei mehr oder weniger. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Die 90 Gold kann ich jetzt erstmal nicht verwerten. Millennium habe ich noch gerollt.
Die könnte ich zwar hinbauen. Die waren richtig, richtig stark. Aber ich werde meine Einheiten auf. So, Maskenpyros. Alles dabei. Sogar ein Fürst. So, aufwärt, aufwärt, aufwärt. Noch irgendwas? Nö. Dann werte ich ihn auf. Ein Millennium kann ich hinpacken. Wie es aussieht, wollen wir nächste Runde schicken. Muss schon mal gucken. Habe ich was verpasst? Der hat den Champion Buff auf einem Setzling? Auf einem Setzling, der nicht aufgewertet ist? Nö, ist so da unten. So, das mit rein. Ich brauche auf jeden Fall jetzt auch Magieschaden. Das heißt, ich hau Hexen rein, weil er jetzt die ganzen Hydras hat. Zwei für die Tanks. Das ist nicht schlecht. Und ich glaube, Stich brauche ich nicht so viel. Nee. Dann lieber die Geisterritter. Einfach noch hinpacken, was geht. Ich krieg noch zusammen 230. Das reicht für den Geisterritter nicht mehr. Dann hau ich noch einen Ogre rein. Und eine Schnecke. Oder noch eine zweite. 2800. Hat 3200 gekriegt. Okay, so viel Unterschied ist da gar nicht. Hat es noch Seeschlangen hingestellt, die waren vorher nicht da. Aber die waren zu schnell down. Die haben vielleicht eine Hexe gekillt. Ja, ich halt noch. Jetzt nicht mehr. Der hat lange gehalten. Oh, das sieht nicht gut für uns aus. Die sind schneller da. Ja, das war's. Defeat. Ja, halb so wild. Passiert. Mini und Wambo war's. Alles abgeschlossen. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier habe ich einen riesigen Kraken abgekriegt bei Gigamburgs. Das war das mal für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.